So, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen auf Tashanka TV. Heute ist es soweit, während andere dem Hype verfallen sind, fangen wir erst an, später. Ja, kann man halt nicht ändern, ne? Wenn man arbeiten geht und das Spiel noch runterladen muss und dann ist es 2 Uhr nachts, da habe ich keine Lust mehr. Ja, aber egal, wir machen heute weiter. Klaus Leifer, wie du schon sagtest, gut Ding will Weile haben, ne? So. Ja, also was werden wir machen? Wir werden uns einen Charakter erstellen und das Spiel genießen auf Rollenspielart. Ja, ich werde mich in den Charakter hineinversetzen. Ich werde nicht alle Sachen durchlesen von den gesprochenen Charakteren, sondern die Antworten, die ich dann gebe, werde ich dann durchlesen und sowas alles. Der Rest könnt ihr ja dann auch lesen. Ich denke mal, das sollte sichtbar sein. Die Qualität ist ja merklich gestiegen, würde ich sagen, mit dem neuen PC. Und ja, was werden wir uns erstellen? Wir werden uns einen Zauberer erstellen. Ja, einen Zauberer. Und zwar habe ich mir gedacht, jetzt keinen klassischen Zauberer, der alles zerstört, sondern wir werden einen Zauberer machen, der ein Illusionist ist oder sowas ähnliches, so ein Täuschensdingen. Ja, also der halt die Leute für seine grauenhafte, bösen Zwecke missbraucht. Ja, also es wird ein böser Zauberer sein. Ja, es sind alle spielen Paladin und Schurken und Krieger und wir werden halt mal was anderes machen, halt was nicht jeder spielt. Ja, das Regelwerk ist mir geläufig, aber ich bin jetzt kein Profi. Ich bin in keinen Spielen Profi. Ja, also, aber wenn jemand Tipps hat zu Skillung oder was weiß ich noch, was anderes, dann immer her damit. Ja, ich bin der Letzte, der sagt, ja, hier, komm. Ja, das ist, ich höre dir nicht zu. Ja, ich höre nicht auf dich. Ja, klar, ich höre auf dich. Und ja, ich würde sagen, wir ballern einfach mal rein in die Welten. Ich höre auch gar nichts hier. Ich weiß gar nicht, was mit meinen Kopfhörern los ist. So, dann fangen wir doch erstmal an hier mit YouTube. Hier, Cody, vielen Dank für dein Lob. Und die Cam bleibt natürlich an. Chris Schmidt, herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Lob. Und Peter Kohlhepp, vielen Dank. Auch du, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr bleibt alle dabei. Ist natürlich ein Kommen und Gehen bei YouTube. Ja, manchmal hast du 2 mehr, dann hast du wieder 2 weniger. Ist leider, ja, ist leider so. Muss man mit leben, ja. Leute kommen und gehen. So, ich hoffe, es ist laut genug. Ich stelle das mal ein bisschen leiser. So. Nicht, dass ihr da... Ich stelle das nochmal ein bisschen leiser. Ich stelle noch ein kleines bisschen leiser. Also, ich merke auch, bei mir ist das zu laut. So. Und meine Frau schläft. Und ich bin zu laut. Rede dann. Und die hier rein und ja, das wollen wir ja vermeiden. So, wie ihr seht, ich habe einmal hier weitergemacht, aber das war nur ein Testspiel. Aber wir wollen es nochmal neu machen. Wir wählen natürlich. Ist geglichen? Ja, eine. Oder wir könnten auch Entdecker nehmen. Ja, auch nicht schlecht. Erinnerliches Erlebnis, die Geschichte ist wichtiger als der Kampf. Ich weiß nicht. Also, einerseits würde ich das gerne. Ja. Die Kämpfe sind immer so eine Sache. Da hast du auf einmal 30 Gegner und die feuern dich weg. Aber gut, wir nehmen jetzt erstmal normal. Wenn das Spiel Spaß macht, dann werden wir mehrere Spiele machen. Ja, also, ja, und wenn wir sterben sollten, wir werden das Spiel voll ausreizen. Ja, wir werden das Spiel wirklich mit allen Konsequenzen spielen. Ja? Es wird nichts neu geladen. Es wird nichts, weiß ich nicht, anders gemacht. Die Konsequenzen bleiben so, wie sie sind. Okay? Das machen wir so. Ja. So, und wenn wir sterben, dann sterben wir. Ja? Dann weiß ich nicht. Dann ist der Charakter tot eigentlich. Also, wenn wir jetzt wirklich das Rollenspiel wirklich so spielen, überspielen sollen, dann würde ich schon sagen, dass wir das Rollenspiel
halt nicht mehr spielen können, wenn wir tot sind. Dann werden wir uns einen neuen Charakter machen, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne was dazu schreiben. Ja, die Geschichte ist, wir wurden entführt. Hier, ja. Und dann kriegst du so einen Wurm ins Auge. Und ja, mit der Zeit oder mit einer bestimmten Apparatur verwandelst du dich dann auch in einen Mindflyer oder wie heißen hier der Schlangentyp. Und ja, wirst dann einer von denen da. Ja, das wollen wir vermeiden. So, das ist dann halt die Geschichte. Deswegen skippe ich jetzt einfach mal. Weil das haben wir jetzt schon, so oft gesehen. So oft. Hier haben wir noch vorgefertigte Charaktere. Hier ein dunkles Verlangen. Ja, auch sehr interessant. Aber wir werden das vielleicht später aussehen. Wir machen unseren eigenen Charakter natürlich. Ja, Charakter aussehen. Arbeiten, Körperbau. Ja, ganz seltsam hier. Also Geschlecht wählst du hier aus. Ja. Ich halte davon nichts. Ja, man soll Männlein, Weiblein machen und fertig. Ja, also... Ja, lächerlich, sowas, ehrlich. Aber gut, ist halt so. Ne? Die Leute finden das toll, scheinbar. Was soll das sein hier? Nicht binär, also, ganz ehrlich. Also, ich halte davon nichts. Ich würde auch sagen, wir machen einen Menschen. Wo kann man denn hier... Ah ja. Wir werden einen Menschen uns generieren. Und wir werden einen bösen Menschen machen, auf jeden Fall. So. Ja, Narbe, weiß ich nicht, ob das jetzt so passt. Wir können das hier machen, so die Spuren eines Kampfes, einer Zauberei. Oder wir machen das hier. Aber das... Wir können das machen. Er hat sich beim Brotmachen verletzt oder was. Das machen wir. So. Reife. Wir können, ja, wir machen den etwas älter. Sommersprossen brauchen wir nicht. Genitalien, ja. Ja, wir lassen es jetzt so, wie es ist. So, Körperschmuck. Brauchen wir nicht. Okay, wir könnten die Augen ein bisschen schminken. So, ja, da sehen wir immer extravagant böse aus hier. So. Aha. Als Illusionist. Was passt denn so zum Illusionisten? Keine Ahnung. Das hier? Nee, das sieht komisch aus. Ja, das sieht so verwegen nach Dingens aus. Ah, weiß ich nicht. Was trägt so ein Illusionist? Oh, das weiß ich nicht. Wir können das hier nehmen. Das sieht gut aus. Ja? Nehmen wir das. So. Ah ja, und ein Bart können wir uns auch noch machen. Jawohl, das sieht doch mal... Ja gut, das sieht eher nach einem Krieger aus. Wir können das lassen. Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus, finde ich. Wir lassen das so. Wir lassen das so, das sieht düster aus. Es sieht zwar wenig beeindruckend aus, aber... Also vertrauenserweckend aus. So, Mensch, klasse, Barbar. Wir machen eine... Warte mal, was war denn? Zauberer. Hexenmeister. Wir gucken uns jetzt einfach mal hier durch. So, was haben wir hier für Magier-Dinger? Gibt versprühen. Wie sicher. Das nimmt. Auch ein Kälte. Einfache Illusion. Erschaffe eine Kreatur. Untersuchung. Kältestrahl. Abgriff. Magierhand ist. Nicht. Ja. Daher ein Objekt, ein Woche aus. Oh. Tanzende Lichter. Ingenwein. Hätte nur den halben Schaden durch Hiebstich. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn wir das machen. So, ein bisschen defensiv muss auch sein, ja? Ohne defensiv. Schwierig. So, was haben wir hier?
brennende Hände. Ja, das ist wahrscheinlich hier so ein Strahl, der auch unsere Gegner, also auch so Zauberer im Moment, endlich angreift. Du bist aus dem Balkan. Ja. Ja, wir wollten ja einen Illusionisten machen. Magisches Geschoss ist geil, das nehme ich mit. Grüne Farben, Blende bis zu 33 Trefferpunkte. Selbstverkleidung, verändere all deine äußerlichen Merkmale auf magische Art. Rascher Rückzug, erhalte sofort, sowie als Bonusaktion am Ende jedes deiner Züge spurt, bis dieser Zauber endet. Falsches Leben. Kann nur temporäre Treffer aus einer Quelle erhalten. Erhalte 7 temporäre Trefferpunkte. Jeder Fall. Du und Verbündete der Nähe seid gegen Fallschaden. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja? Nebelwolke. Die Wolke blendet Kreaturen darin und verschleiert sie komplett. Eismesser. Beschwörungszauber des ersten Grades. Boah, da sind aber Zauber, die kenne ich gar nicht. Oder liegt das an der Klasse? Verbessern? Oh. Jetzt dreifache die Sprungweite deiner Kreatur. Magierrüstung. Ja. Magisches Schoss ist klar. Strahl der Übelkeit. Vergiftet das Ziel möglicherweise. Ach so, ja gut. Okay. Wenn ein Gegner es auf dich abgesehen hat, erhöhe deine Rüstungsklasse um 5. Du erleidest keinen Schaden durch magisches Geschoss. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Donnerwoge. Entfestet eine Welle donnernder Energie, die alle Kreaturen und Objekte zurückstößt. Und Hexenpfeil haben wir noch. Ah, ist das wieder anstrengend. Ah, was nehmen wir denn jetzt? Das interessiert mich jetzt nicht so. Ich nehme Personen bezaubert. Komm, den haben wir noch nie. Habe ich noch nie genommen. Ich habe immer was anderes genommen. Nehmen wir das. Mal gucken, wie das sich auswirkt auf unser Spiel. Wilde Magie. Deine Kräfte stammen von uralten Mächten des Chaos. Sie rumoren in dir und warten nur darauf, hervorzubrechen. In Zeiten des Chaos. Nach Aktivierung bist du beim nächsten Angriff, Wurf, Attributswurf oder Rettungswurf im Vorteil. Erhöhe die Chance, dass anschließend wilde Magie gewirkt wird. Ich meine, wild ist immer gut. Wilde Magie stammt von den Mächten des Chaos. Sie wirbelt in den Zauberern, die sie führen, und wartet darauf, auszumachen. Okay. Kleidung wechselt sich auch. Wir haben dann Drachengrün. In deinen Adern fließt Drachenmagie. Weil sie zu deinen Ahnen ein mächtiger Drache gehört. Drakonische Widerstandskraft. Deine Trefferpunkte. Maximum wird um je eine Zauberstufe erhöht. Und drakonische Widerstandskraft. Drachenschuppen bedecken einen Teil deiner Haut. Wenn du keine Rüstung trägst, ist deine Grundrüstungsklasse 13. Klingt doch schon mal ordentlich. Ohne Rüstung 13 zu haben, das ist schon, ja, nicht schlecht. Was haben wir hier? Sieht auch nicht schlecht aus, ja, das würde auch zu uns passen. Knistern vor Energie, oh, alter Fluten oder durch Ras von Wirbelstürmen. Deine Abstammung ist ein merkwürdiger Wandbehang, bewirkt von Stürmen. Unwettermagie. Wenn du einen Zauber des mindestens ersten Grades gewirkt hast, kannst du als Bonusaktion bis zum Ende deines Zuges fliegen. Okay. Ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Oh. Das ist interessant. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit meinem Programm wieder los? Der kackt irgendwie wieder ab. Ah, jetzt geht der wieder. Okay, einfach nur mal draufklicken. Ja, ich würde sagen, wilde Magie nehmen wir erstmal. Das klingt gut und wild. Was haben wir hier? Initiative. Wirkt sich auf deine... Ja, wir wollten eigentlich... Ich wollte eigentlich den Namen wechseln. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, Hintergrund. Aber wie war das schon mal mit Illusionist? Wie kann man das denn? Ist das denn jetzt? Kann man das denn machen? Ach, hier ist noch ein Magier. Warte mal, dann müssen wir uns das nochmal angucken. Dass ich irgendeinen Scheiß hier spiele, ja? Das ist doch das ganz anderes.
Haben wir hier noch einen Magier. Der kann natürlich deutlich mehr Zauber wirken. Ich denke, ich glaube aber zu wissen, dass du bei einem Magier immer rasten musst, damit du die Zauber wieder hast. Beim Zauberer ist das natürlich was anderes, ne? Jetzt kann ich die Scheiße schon wieder machen. Das tut mir echt leid, Leute, aber ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht. Wo man Illusionist aussuchen kann. Wilde Magie nehmen wir dann. Acolyte, das ist dann halt jetzt was anderes hier. Weiser nehmen wir natürlich. So, Attribute. Lassen wir das so. Würde ich sagen. Erstmal, wir lassen die Standardsachen einfach. Ja. Charisma können wir lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles richtig ist hier. Ob wir hier den Weg des Isolonisten, Fetischisten einschlagen werden. Keine Ahnung. Ephonrius. So, das klingt doch mal nach einem schönen Namen. Gut, wie ich würde sagen, wir starten das Spiel. Oh, ach ja, hier müssen wir noch unser... Du brauchst einen Wächter. Wähle einen. Ja, kann man das nicht mal hier so ein bisschen zufällig machen? Ah ja, hier. Ja, wir skippen uns mal durch, bis uns das optisch hier gefällt. So. Nehmen wir die. Sieht doch ganz gut aus. So, machen wir weiter. So, das kennen wir schon. Ich mach das weg, ja. Also, wir wollen ja auch ein bisschen was sehen noch vom Spiel, ne? So, wir sind jetzt hier im Raumschiff. Herzlich willkommen. Wir erwachen. Der Mann, der ein Isolonist sein will. Ob er einer ist, keine Ahnung. Das kann man nicht skippen hier. Ach, mit Leertaste. Okay. So, wir sind da. Ich muss auch sagen... Es hat sich hier ein bisschen was geändert von dem Design, also von dem Raumschiff. Die haben das ein bisschen kürzer gemacht. Ja, den Weg. Also, das habe ich getestet schon vorher. Ja. Nicht alle sind entkommen. So, dann gehen wir mal hier raus. So. Schließmuskel. Ja, das kennen wir alle schon. Mit E und... können wir die Kamera drehen, so. Dann fahren wir mal hier hoch und holen uns erstmal unseren ersten vorübergehenden Begleiter. Ah, das Gehirn hier, das können wir gut nutzen für die Kämpfe. Mal gucken, was wir mit unserem übermäßigen Charisma anstellen können. Wie gesagt, lest euch das selbst durch, ja? Ich werde das nicht alles durchmachen. Das Einzige, was ich hier noch machen kann, damit wir das ein bisschen angenehmer machen hier. Warte mal. So, ja? Lass mal so. Ja, dann habe ich jetzt keinen Müll da drin und ihr könnt das Spiel immersiv genießen. So. Okay, schon, bevor kommen sie wieder. Mit wem rede ich da? Mit einem Mann oder ein Gehirn? Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sag mir, was ich tun soll. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Ich denke mal, wir werden sehen. Mal fragen, was wir tun sollen. Wir sollen ihn befreien aus dieser Hülle. Was haben wir denn hier? Untersuchen, den Schädel aufbrechen. Wir sind natürlich nicht stark genug wahrscheinlich. Da werden wir den Würfel verlieren. Geschicklichkeit, ja, haben wir auch nicht. Wir werden mal Nachforschung machen. Das passt.
Fertigkeitswürfe. Manche Dialogoptionen erfordern einen Fertigkeitswurf, einen Würfelwurf oder mindestens die Zielzahl, die erreicht werden muss, also die hier oben, damit wir den Wurf gewinnen. Ja, also dann haben wir hier noch einen, den wir dazu kriegen, einen Bonus durch unsere Intelligenz. Ja, den würden wir dann noch hier addiert auf den Würfel addiert kriegen und wir müssen halt über die 10 kommen, um den Wurf zu gewinnen. Also, oh, hier kann man noch was aussuchen. Oh, Gezeiten des Chaos. Passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Nach Aktivierung bist du beim nächsten Angriffswurf, Attributswurf oder Rettungswurf im Vorteil. Machen wir den auch noch mit, würde ich sagen. Oh, guck mal, da haben wir sogar zwei Würfel. Das ist nicht schlecht. Plus einen noch dazu. Zack, sind 18. Locker. Geschafft. Ja? Du merkst an Ödem eine Schwellung des Gehirns, die gegen die Schädeldecke drückt. Ja. Heilkunde. Eine Extraktion des Gehirns versuchen, wobei du die Schwellung berücksichtigst. Situationsabhängig. Steigert deine Erfolgschance, würfel mit zwei Würfeln und verwende den höheren Wert. Okay. Guck mal, wir können sogar... Ja, haben wir geschafft. Wir sind 6 Punkte drüber. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man wirklich so einen charismatischen, aber bösen Charakter hat, der andere für seine Zwecke ausnutzen will. Inwieweit wird das Spiel los? Quasi. Ja. Ne? So. Du kannst das Gehirn aus dem Schädel heben und erkennst die Gelegenheit, die seltsame Kreatur zu verletzen und dir gefügig zu machen, sollte sie sich als Bedrohung erweisen. Die Kreatur verschonen, denn Verletzung könnte sie schwächen. Ich mach das. Ich denke mal, die Kreatur sieht uns auch nicht als Freund an, eigentlich. So, er kriegt Beine. Wir sind frei, wir sind endlich frei, mein Freund. Ja. Die Kreatur hält inne und horcht. Etwas hinter deinem Auge beginnt dich zu reden. Wir müssen zum Ruder. Ja, gehen wir. Zum Ruder, Kumpel. Komm. So, hat er noch was dabei, ne? Der Leichenplätterer. So, dann haben wir jetzt schon mal einen Begleiter hinzubekommen, der uns dann ein bisschen helfen kann hier, ne, bei den Kämpfen. So, das hier ist nämlich schon mal anders hier. Man sieht nämlich, konnte man hier runterlaufen, dann sah man die Figur da schon oben stehen. Aber jetzt kommt er von hinten hier. Wer weiß, was uns noch alles erwartet. Wie gesagt, das Intro wurde komplett umgeschmissen, also die Map. Ja, er merkt und sie merkt, wir sind doch beide nicht so verschieden. Mach mal ein bisschen leiser. Ich glaube, das ist zu laut, oder? So. Mein Kopf. Ja, wir sind kein Sklave. Bla 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 bla. Gemeinsam können wir überleben. Wieso denkt ihr, ich wäre ein Sklave? An Gedanken schinden da Parasiten in uns, also kennen wir alle. Ja, das können wir jetzt hier nicht so einfach ändern hier. Blenden wir das auch mal aus, so. Dann haben wir das ein bisschen höher, da könnt ihr auch ein bisschen was lesen. So.
In nur wenigen Tagen werden wir Geig sein. Ach, so heißen die. Gedankenschinder. Wir können nichts tun, bevor wir nicht entkommen sind. Zuerst müssen wir die Teufelchen erledigen. Sieht geil aus, ne? Teufelchen. Springen wir mal hier. So, jetzt ist es soweit. So, wir haben hier einen kleinen Gefährten dabei. Der wird uns jetzt ein bisschen helfen. Der ist sehr stark. Der haut die mit einem Schlag weg. Also diese Viecher, da muss man echt aufpassen am Anfang. Die machen echt guten Schaden. Ja? Also, unterschätzt das nicht, ja, wenn du das Spiel spielst. So, schicken wir mal den Krieger vor. Was ist das denn? Astrales Wissen. Du bist in allen Fähigkeiten eines gewählten Attributs geübt. Okay. Athletik geübt. Machen wir das mal. Ballern wir den mal mit dem Knauf um hier. Zack. Oh, er hat den Rettungswurf bestanden. Okay. Ein sehr gutes Teufelchen. So. Was haben wir hier? Freunde, du bist gerade. Ziel darf kein Gegner sein. Ach so. Okay. Person bezaubern. Können wir die bezaubern? Humanoid, okay. Das ist ein geiler Zauber. Ich liebe diesen Zauber. Seht das an. Wie so ein Raketenwerfer. Oh, wilde Magie wird aktiv. Oh schön, jetzt habe ich das nicht gelesen. Beim Wirken eines Zaubers tauschst du die Position mit einer Kreatur, auf die du zielst. Oh. Okay. Wir bleiben jetzt erstmal da stehen. Leider einen Fehlschlag. Was ist das denn hier? Lauern. Okay, der hat nur diese Angriffsfähigkeit. Ja, dann lauf, komm. Nicht gewinkt, Bewegungsrate. Na gut. So. Zerfleischen. Machen wir das mal. Bam, mit einem Schlag. Baut. So, sehr gut. Oh Mann. Seht mal an, wie der knistert hier, der Typ. Wow. Ich bin mal gespannt, was wir alles für Zauber haben werden. Manche Bewimmende können dich... Scheiße. Stachelige Knolle. Die Dornen dieser Knolle explodieren beim Auftreffen und lassen alle Kreaturen bluten. Sehr gut. Das ist immer gut. Aber wenn du blutest, hast du Panik irgendwann. Wir sammeln jetzt alles erstmal ein, ne? Wir sind ja knauserig. Das ist auch der Motto dieses Kanals, ne? Alle finden Loot gut. So, wir haben auch keinen Schaden genommen. Ach, guck mal hier. Der hat sogar 21 Trefferpunkte. Das muss man sich mal überlegen, ne? Das ist schon overpowered und der haut auch richtig Schaden raus hier, diese Viecher. Also ein mächtiger Verbündeter, sozusagen. Ein sehr mächtiger Verbündeter. So, dann gehen wir mal hier rein. Also hier ist schon wieder ganz anders alles, ne? Jetzt kommst du direkt schon in den Raum rein, den man erst in dem Außenbereich reinkommt, eigentlich. Und ja, die Konsole hier werden wir nicht anrühren. Wir werden uns hier mal um die Dame kümmern. Schattenherz. Ja, da holt mich heraus, aus dem verfluchten Ding raus. Wir haben keine Zeit für Nachzügler. Guck mal hier. Da können wir direkt was auswählen. Zauberer, Arcana, Kunde. Hier ist Magie am Werk, aber was für welche? Drück mal direkt mal drauf. Wir haben schon direkt einen Dreier-Bonus auf den Würfel. Oh. Gerade noch so eben hingekriegt. Gerade noch so eben. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Du spürst, wie sie Energie aus der Konsole neben der Kapsel ziehen. Seid ihr zufrieden? Wir müssen gehen. Nein, wir gehen jetzt nicht. So, was machen wir jetzt? Nach einem Mechanismus suchen, der den Deckel öffnet. Es bleibt keine Zeit. Ich muss hier raus. Das Ding ist magisch. Mit der kann man sehen, was ich tun kann. So, gucken wir uns das mal an. Ich weiß ja, was ich tun muss. Komm, ich tue jetzt nicht so, als ob ich das nicht weiß. Geh jetzt hier rein und besorg den Schlüssel. Wir brauchen ja nicht hier Schauspielern, ne? Oh. Da ist nämlich der Schlüssel schon. Wir können aber noch hier oben den looten. Das alles gucken wir uns jetzt nicht an. Wir machen jetzt hier, bis wir zum Stand kommen. Dann werde ich die Folge hier beenden. Oder? Ich meine, wer guckt sich das jetzt so lange an? Das würde ich auch gerne mal wissen von euch. Klaasleiper, Cody und wie ihr alle heißt. Ja, ob ihr das wirklich durchzieht oder nur Passagen überspringt, die uninteressant sind, könnt ihr ruhig sagen. Ja, dann können wir das so verbessern. Wenn ihr direkt die Story euch anguckt, ja, lieber. So. Die Konsole wird inaktiv. Die Glyphen auf das Gerät schreiben, die du von Wächterhunden Kapsel empfangen hast. Machen wir das einfach mal. Die Konsole erwacht schummeln. Da kann die anderen so genauer betrachten. Oh, wir müssen. Ne, wir müssen 10. Okay. Versuchen wir das einfach mal. Ach du Scheiße, wir haben den Würfel verloren. Hm. Unsere erste Niederlage, würde ich sagen. Aber so ist das, ne? Nichts, was mir deutet auf seinen Zweck hin. Das könnte alles bewirken. Ist egal. Legen wir die Hand drauf, dann kommt die da raus. Du spürst ja wieder, ich zappel in deinen Kopf, den Parasiten. Ich mach mal jetzt mal weiter. Locker schaffen wir das. Alleine mit unseren Willen des Illitiden, der in uns schlummert, um uns zu verwandeln, werden wir die Konsole öffnen. Mach ich mal weiter hier. Ist jetzt eigentlich uninteressant. So, leise, sprechen wir an. Ich dachte schon, das verdammte Ding wird mein Sarg. Danke. Ja, komm, wir machen das mal weiter. Ich verschwinde von hier. Folgt mir, wenn ihr mithalten könnt. Habt ihr das gerade gehört? Ein Geist eines anderen. Ja, es muss an den Parasiten liegen. So, darum müssen wir uns kümmern. Aber zuerst müssen wir von Ding runter. Ja, das haben wir alle vor. Also gut, gehen wir. Ich bin Mephondius. Ach ja, jetzt holt die da ihr Geheimnisding raus, was die uns nicht sagen will, was es ist. Ich frage sie jetzt erstmal nicht, weil sie wird uns das eh nicht sagen. So. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was macht der da? Warum skippt der alles? Ja, ich skippe das alles, weil ich denke mal, das wird euch jetzt auch nicht grob interessieren. Das Spiel geht erst los, wenn wir am Strand sind. Ja, geht das los. Aber wir werden auch wirklich jedes Buch werde ich durchlesen mit euch. Ja, damit werdet ihr die Geschichte erfahren. Ihr werdet nichts verpassen. Vielleicht noch was Geheimnis, euch was merken, was vielleicht cool ist. Ja. Alle Geheimnisse, vielleicht haben die Bücher ja auch irgendwie, weiß ich nicht, was Geheimnisses, also was, ja, wie soll ich sagen, was Reales, dass man da vielleicht irgendwas findet, ja, das kann ja sein, weiß man ja nicht. Schatz oder was. So, die bekämpfen sich jetzt alle hier. Wir müssen dann jetzt halt dahin laufen. Wir wollen jetzt alle die Konsole aktivieren, damit wir das Schiff steuern können. Alles gut. Also da brauchen wir uns jetzt auch nicht angucken. Habe ich auch schon 1000 Mal gesehen. Ihr wahrscheinlich auch schon. So, machen wir hier weiter. Dafür haben wir ja unseren starken Begleiter hier, der ein bisschen aufräumt. Ja, dafür ist er da. Ja? Müssen keine Freunde sein, aber eine Zwecksgemeinschaft sozusagen. Wir werden dann hier erstmal gleißendes Feuer reinballern. Guck mal, mit einem Schlag ballert der alles weg. Die Effekte, mega geil. Ich liebe das, wenn die Effekte so reinballern und so gut aussehen.
Das macht dann nochmal doppelt so Spaß und ist dann doppelt so interessant. Ach scheiße, hier dürfen wir nicht durchlaufen. Beenden wir auch mal. Dann die beiden bekämpfen sich weiter hier. So, dann müssen wir hier erstmal den Feuer ausweichen. Können wir denn jetzt bis da vorne hin? Nee. Ja, wir werden erstmal mit der hier hingehen. So. Die haben wir. Dann werden wir den hier machen. Wir werden. Ach, scheiße. Fast wäre ich ins Feuer gelaufen. Verwerfen. Schlage nach einer Kreatur, um sie umzustoßen. Okay, unser Chaos-Magie-Zauber ist weg. Was nehmen wir denn? Können wir denn damit machen? Keine Ahnung, was wir damit machen können. Ach so, warte mal. Was können wir jetzt damit machen? Fliegen, werfen, Beschwörung aufgeben, stoßen. Stoßen. Hat leider nicht geklappt. Cool, ey. Schade, dass das Ding nicht boxen kann. Setzen wir mal dahin. Was hat denn hier Wunden verursachen? Ja, wir heilen uns erstmal hier. Dann Feuerpfeil. So, gehen wir mal weiter. Looten. Dann gehen wir mit der auch mal weiter hier. Ja, aber wir dürfen eigentlich nicht zu weit nach vorne, weil dann gleich hier was aktiviert wird. Wenn er dann nach vorne alleine den, dann haben wir ein Problem. Ach, jetzt laufe ich auch noch durchs Feuer. Ich Vollidiot, ey. Und ich sage das noch dreimal hier. Das nicht will. So, warte mal, fliegen. Geht das nicht? Keine Ahnung, was wir mit dieser magischen Hand machen sollen. So, den schicken wir mal hier nach vorne. Ja, das ist unser Tank. Den schicken wir mal hier hin. Aber ja, vorher können wir den Trottel heilen. Geht natürlich nicht. Was ist das denn? Resistent macht Anziel resistenter gegen Zaubereffekte. Und wir sichern uns jetzt erstmal hier ab. So. Wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen sicherer. Was kann die denn noch machen? Heilen. Okay. Wo läuft die dann auch dahin? Hey. Egal. Und dann laufen wir mit dem weiter. Wir warten erstmal, bis alle da sind. So. Und wir laufen jetzt mit denen durch. Zack. So, jetzt kommen die. Jetzt ist wieder Kampfzeit. Da muss man natürlich immer aufpassen, ne? Dass man dann nicht irgendwo mit einem Charakter ganz vorne steht und die stehen alle sonst ganz hinten, die man eigentlich braucht. Was ist das? Göttliche Führung. Das Ziel erhält einen Bonus auf Tributswürfe. Ja, ich mach mal das mal auf mich selber, oder? So. Dann laufen wir mal nach vorne. Zack. Oh, scheiße, der ist gleich tot. Nicht, dass wir dann gleich hier ein Problem haben.
So, die ist sehr talentiert, die kann einiges. Setzen wir uns dann Magier mal dahin. Und dann nehmen wir unsere berühmten magischen Geschosse. Einfach nur geil aus. Wilde Magie aktiv. Du hast eine Aktion als Ergebnis deiner. Sie bleibt neben deiner Schnellleiste, solange die Voraussetzungen gegeben sind. Wilde Magie Teleportation. Kann eine Bonusaktion nutzen, um bis zu 9 Meter zu teleportieren. Ach, hier. Da haben wir die. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin mal gespannt. Pass auf, wir machen das einfach mal. Wir teleportieren uns mal hierhin. Boah, einfach nur geil, Alter. So, die Hand. Schicken wir mal nach vorne. Verstecken. Kann er nicht. Oh Mann, wir müssen aufpassen. Nicht, dass er jetzt sich hier gleich befreit und uns tötet. Und wir schicken den Tank mal nach vorne. So. Fehlschlag. Ja, was denn auch sonst? Jetzt wird's wild. So, dann haben wir den gefährlichsten schon ausgeschaltet, ne? Eintauchen. Ja, damit können wir zum Beispiel die Waffe in Gift eintauchen oder in Feuer und dann hat die Waffe so einen Feuereffekt oder Gifteffekt. Voll geil. Habe ich letztens im Video gesehen. Nie benutzt. Aber wir haben ja noch genug Zeit, Sachen zu entdecken und auszuprobieren. So. Weiter. Was haben wir hier? Machen wir mal die Hand hier. Mal gucken, was das hier so für einen Effekt hat. Oh, wow. Das sah doch mal geil aus. Das erweckt den Nekromanten in mir. So, wir müssen uns jetzt aber schnell beeilen hier. Aber der kann das nicht. Dann machen wir das mit der. Alter, wir haben nicht genug Lebenspunkte. Aber das sollten wir doch jetzt hinkriegen, oder? So, jetzt. Oh, wir haben Erfolg freigeschaltet. Gibt es jetzt auch Erfolge. So, ich skippe das einfach mal. Wir stürzen jetzt natürlich ab und landen dann am Strand. Und dann endet diese Folge auch schon. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt ein bisschen durchgeskippt habe. Aber wirklich, das Abenteuer beginnt wirklich jetzt mit der nächsten Folge. Ja? Und seid nicht sauer, sollte es mit dem Illusionisten nicht so klappen, wie ich es will, weil ich eine falsche Klasse ausgesucht habe. Ich habe jetzt da wirklich mich falsch informiert oder wenig informiert. Entschuldigung. Ich lasse das jetzt noch hier laufen, alles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die ich dann jetzt gleich im Anschluss wieder aufnehmen werde. Und die hier, wie die sich freut. Vielleicht hat sich ja hier auch was geändert, keine Ahnung. Hey, Kumpel. Arsch. Wie der uns angeguckt hat, ne? Aber irgendwas hat uns hier gerettet, aber was? War das dieses Wieder, was uns angeguckt hat, oder was? Keine Ahnung. Also der Strand scheint so zu sein, wie man ihn kennt. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Ja, dich nach Verletzungen untersuchen, dich orientieren, wo du gelandet. Wo bist du gelandet? Ja, wir gucken einfach, wo wir gelandet sind.
Ich muss irgendwas finden, Siedlung oder was? Du musst es rasch tun. Die Larve ist ein Todesurteil und die Uhr tickt. Du brauchst ein Heilmittel. Ja, das kennen wir natürlich jetzt alle schon. So, wir sind am Strand angelangt. Das heißt, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht so viel Action war. Aber das Abenteuer geht ja weiter. Bis zum nächsten Mal.